Mein Name ist Felix Schulmeister, ich bin 32 Jahre alt, Polizeihauptkommissar. Ich persönlich habe mich für diesen Job entschieden, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite. Und sobald man einen Einsatz abgearbeitet hat, merkt man in den allermeisten Fällen, dass die Menschen dann einem auch dankbar sind. Die Polizei selber hat mir Perspektiven eröffnet, dass ich da relativ schnell dann auch entsprechend auf Dienststellen und auf Posten kam, die man nicht so ohne weiteres schnell bekommen hätte. Also ein guter Tag ist für uns, wenn wir immer gesund und wohlbehalten nach Hause kommen, weil auch wir sind Menschen, auch wir haben Familie, wir sind Väter, wir sind Brüder, wir sind Kinder. In unserer Polizei finden sich Leute wieder wie ich mit Migrationshintergrund. Wenn man denn irgendwelche kommunikativen Einschränkungen hat, dass man dann auf der sprachlichen Ebene switchen kann und mit den Leuten dann auf ihrer Sprache sprechen kann, dann entschärft das die Situation manchmal erheblich. Viele fühlen sich nicht so, aber ich kann von mir aus sagen, dass ich hier gut integriert bin, dass ich mich, seitdem ich in ganz jungen Jahren hier rübergesiedelt bin als Aussiedler, dass ich mich als Deutscher fühle.